Was? Kartenraum. Ab zum Kartenraum. Kapitän. Kann ich da durch? Oh, ich kann da tatsächlich durch. Sehr lustig. Du brauchst alle 4 Abenteuer, um eine Meuterei zu starten. Hole die übrigen und komm wieder. Es kann nur einen geben. Ich bin überzeugt davon, dass es nur einen geben kann. Na gut, bis gleich. Nee, 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 nee. Na, 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 na. Oh, guck mal hier, der putzt das Schiff. Ordnungsoffizier Morris. Schrubben. Na, da hat aber jemand gekotzt. Karten. Meine Karten sind komplizierte Kunstwerke. Ich bewache die Karten für den Doktor. Handtuchreinigung. Bringe die Karten durcheinander, damit Dr. Exakt sich beim Kapitän beschwert. Machen wir doch mal sauber. Die Karten sind ruiniert. Das ging ja easy, oder? Meine Karten wurden ruiniert. Ich muss den Kapitän darum bitten. Blabla. Das Schiff anzuhalten. Das ist nämlich auch ein Grund, ein Schiff anzuhalten. Niemand darf durch. Ja, das war doch schon mal ganz gut. Gar nicht so kompliziert. Was ist das für ein komischer Typ, war? Handtuchreinigung. Ist auch nicht schlecht, ne? Mein Gott, der Charlie ist aber echt winzig. Was bist du da für ein Baby? Die Vergoldung dieses Schiffes ist kaum einmal als gelbe Farbe zu bezeichnen. Empörend! Ich finde diese Luxus... Ich finde diese Luxuskreuzfahrt nicht sehr luxuriös. Platz machen. Ja, genau. Ein bisschen auf die Kacke hauen. Was macht ihr denn da? Malt ihr irgendwas? Ach, guck mal, die malen etwas. Das hat doch schon mal irgendwas zu bedeuten. Dass sie vielleicht auf den Bildern malen. Der hier zum Beispiel. Zuckerschock. Oh jo. Nee, okay, ich dachte, ich könnte damit irgendwas anstellen. Aber offensichtlich nicht. Kann ich denn hier sonst irgendwas machen? Tja, was könnten wir hier tun? So, und ein Abenteurer fehlt auf jeden Fall mal noch. Wer könnte das sein? Sonnenschirm öffnen. Und jetzt gehen wir noch zu dieser reizenden Dame. Guten Tag, mein Herr. Auch nicht schlecht. Schau dich ruhig um, aber bitte nichts berühren. Guten Tag, mein Herr. Pritsch.
One person. Fehlt. Hier hat doch jemand gekotzt. Ich hab's doch gehört. Wer kotzt denn hier rum? Wo wird hier gekotzt? Kunstwandel. Du interessierst mich nicht, bitte geh. Ich möchte nicht einsteigen. Du bist doch ganz offensichtlich jemand, der irgendwie was tun kann. Wenn du... Entschuldigung. Was macht die? Schweben. Das ist eine eigenartige Familie, nicht wahr? So, jetzt gehen meine ganzen anderen Püppchen da raus. Wer bist du? Ja, das Ankern ist eine präzise Kunst. Suchst du nach einem fallengelassenen Anker? Wir haben hier eine ordentliche Auswahl an fallengelassenen Ankern. Anker Drew. Damit, da stand doch auch irgendwas von den Kapriolen. Irgendwas mit Anker fallen lassen. Soweit ich mich erinnern kann. Aber was bringt's? Lasse bei weiblichen Figuren einen Anker fallen. Okay. One more chance. Das sind zwar Mäuse, aber... So. Tschu, wie geht's denn jetzt hier schön weiter? Mal schauen. Vielleicht geht's ja auch irgendwo noch in den Keller. Was bist du für einer? Verzeiht, meine Dame, aber der Club eröffnet erst, wenn die Kreuzfahrt zu Ende ist. Der Kapitän hat uns verboten, jetzt zu öffnen. Na gut, na gut, na gut. Gwendola, bist du das? Hallo, meine Tochter. Die ist ganz sicher in der Kabine. Achte sehr genau auf Saboteure, Wächter. Ach, der Letzte. Ja, mein Herr Professor Ramses, ich werde aufpassen, dass nichts kaputt geht. Und ich werde dafür sorgen, dass nichts die Ausstellung verlässt. Geht etwas verloren oder kaputt, wird die Ausstellung verschoben und der Kapitän erfährt davon. Sabotiere die Ausstellung. 5 Möglichkeiten. Na dann, das schauen wir uns doch mal an. Das ist doch aus Käse. Das sehe ich doch, dass das aus Käse ist. Und da hinten waren Mäuse. Aber wie komme ich an die Mäuse dran? Das ist die Frage. Es gab viele Diebstähle und Sachbeschädigungen in der Ausstellung. Kleine Figur geleiten. Was bedeutet das denn?
Wie komme ich an die Mäuse? Jetzt muss ich mich gerade mal konzentrieren. Ich würde ja auch gern in die Mumie reingehen. Dann pupsen wir doch mal. Ah, guck mal. Da, muss man anscheinend die weglocken, damit man da hin kann. Das ist schon mal gut zu wissen. Nee. Da ist er noch zu klein für. Welchen dich? Mumie. Stöhnen. Jetzt läuft die Mumie davon und jetzt... Jawohl. Die Mumie ist weg! Anscheinend ist sie lebendig! Lebendig oder nicht, ohne Mumie gibt es keine Ausstellung. Wir müssen sie verschieben. Ausstellung verschoben. Kommt direkt so ein Plakat runter. Dieses Schiff ist voller Diebe und Vandalen. Ich muss dem Kapitän Bescheid geben. Niemand darf durch. Sabotiere die Ausstellung. Ja, dann gucken wir doch mal gerade. Jetzt möchte ich aber mal gerade gucken, was da los ist jetzt. Auf zum Kapitän. Kleiner Charlie. Wo müssen wir noch mal lang? Ach da. Hab ich einmal einen Umweg gemacht. Was soll's. Captain. Jean-Luc. Oh, jetzt ruckelt es schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Tja. Mir bleibt da wahrscheinlich wirklich nichts anderes übrig, als das System komplett neu zu installieren. Zack, zack, zack. Und... Dann vielleicht der nächste. Mumifizieren. Ja, was sollen wir denn machen? Messen? Deine Größe entspricht für einen Wächter nicht den Vorschriften. Ich weiß, dass ich mich damit nicht messen kann. Du musst es nicht noch sagen. Deine Glieder sind eher länglich. Na gut, wen nehmen wir denn dann hier, den zum Mumifizieren vielleicht? Aha. Ich mag keine engen Räume, lass mich hier raus.
nehmen wir jetzt den mit dem Korken. Was hast du vor, Professor? Ich habe mich verdrückt. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Und schießen. Bam. Huch. Ich habe keinen Treffer landen können. Du gewinnst. So, und jetzt nehmen wir noch die alte Dame mit. Ich wollte eigentlich sagen, die alte. Sieht aber auch schön aus. Ah, Entschuldigung, dass ich jetzt mal gerade gegähnt habe, aber es ist bei mir wieder mal relativ spät. Man kennt das ja, nicht wahr? So, mal gucken, was jetzt der böse, böse Kapitän... Bitte hilf uns! Wir müssen Zahnbürsten benutzen, um das Rohr zu putzen. Oh, fieser Möb. Fieser Möb. Pass mal auf, mein Freund. Die große Meuterei. Kapitän, bring das Schiff sofort ins Dock zurück. Aber Madame Habitant, der Baron, wenn ich diese Kreuzfahrt beende, wer weiß, bla bla. Beende sofort das, die Kreuzfahrt. Wieder auf dem Schiff. Agatha, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Charlie, mir geht's gut, aber unsere Schwester Abigail ist auf dem Zeppelin des Barons gefangen. Ich werde einen Weg auf diesen Zeppelin finden und Abby retten. Wenn du nach Hause kommst, sag Mama Bescheid. Kreuzfahrt beendet. Du hast die Kreuzfahrt beendet, sowie deine Schwester und die Kinder befreit. Bleibe hier und schau dich nach Extras um oder kehre zum Bahnhof zurück, um deine Schwester Abigail zu suchen. Das Schiff bleibt jetzt im Dock und du kannst jederzeit wiederkommen. Nein, ich bin noch nicht bereit, zum Bahnhof umzukehren. Aber ich werde jetzt dieses Let's Play für heute beenden. Bonus-Herausforderungen sind optionale Herausforderungen, die du angehen kannst, um weitere Belohnungen zu bekommen. Drücke Space, um jetzt eine zu finden. Ja gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt höre ich mal gerade auf für heute. Und tschüss. Ah ne, Moment. Muss ich das eigentlich irgendwo speichern? So wird gespielt, Steuerung, Einstellung. Ne, ich denke nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.